Und da schauen wir uns mal an einem kleinen Programm an. Berechnung der Quadratzahl einer bestimmten Zahl. Ich habe dieses Programm mal genannt, Quadratzahl 1. Jetzt kommt diese Public Static Void Main Funktion. Dann wird eine Variable namens Zahl definiert und mit 8 initialisiert. Dann wird die Quadratzahl berechnet und in der Variablen Quadratzahl abgespeichert. Und dann kommt hier wieder dieser Ausgabebefehl, System-Out-Print-LN. Und hier steht jetzt Quadratzahl. Was ich nämlich hier auch reinschreiben kann, in die runden Klammern sind Ausdrücke. Und dann werden die Werte, die diese Ausdrücke berechnen, ausgegeben. In diesem Fall ist der Ausdruck der Name einer Variable. Das heißt, hier wird jetzt nicht auf dem Bildschirm ausgegeben Quadratzahl. Das würde ausgegeben, wenn ich hier die doppelten Anführungszeichen setze, sondern ausgegeben wird der Wert, der aktuell in der Variablen Quadratzahl gespeichert ist. Das schauen wir uns auch mal an. Ich lade hier einfach mal dieses Programm Quadratzahl 1. Wir sehen, das ist genau das, was jetzt auch auf der Folie stand. Und kompiliere. Und kann jetzt das Programm aufrufen und ausführen. Und tatsächlich, die Quadratzahl von 8 ist 64. Und diese 64 wird hier auf dem Bildschirm ausgegeben. Das ist im Prinzip genau das, was wir ja auch vom Hamstermodell, von Hamsterprogrammen her kennen.